Endlich wieder Messe. Das ist doch was Aufregendes und ich habe so richtig Bock drauf und ich finde es so richtig klasse, dass wir hier wieder zusammenkommen. Was tun wir hier nach 4,5 Jahren? Klar, wir sind unserem Motto treu geblieben, Blitz- und Überspannungsschutz und Arbeitsschutz. Wir zeigen hier mit einer ganz neuen Architektur auf unserem Messestand den Schutz, Raum und die Zukunft. Den zeigt hier auf der Light & Building alles, was Mann und Frau für die Megatrends der Zukunft braucht. Ob es das Thema Smart Home ist, Smart Commercial Building, Elektromobilität, Wind, Photovoltaikanlagen bis hin zu Automation. Wir haben wirklich 3 super Highlights dabei. Eines ist unser DeanGuard Push-In, das andere Gerät ist unser DeanPatch und dann haben wir uns noch ein Erdungsset überlegt für den Installateur. Grundsätzlich überlegen wir uns immer, wie wir es den Kunden leichter machen können. Das haben alle 3 gemeinsam. Die Leute sind reingeströmt und direkt auf unseren Stand. Also ein gutes Zeichen, der fällt auf und wir werden gleich erkannt. Die Leute waren begeistert angestanden, haben das natürlich aufgenommen, aufgesogen. Herrlich. Das Highlight ist tatsächlich wieder dieser Kundenkontakt, der uns jetzt wirklich 4,5 Jahre gefehlt hat. Du merkst auch, dass die Kunden wieder froh sind, die Dinge zum Thema Blitz- und Überspannungsschutz mit uns zu besprechen. Hier tummeln sich die Elektroinstallateure, die Top-Installateure, also unsere gemeinsamen Kunden. Und wir haben extrem viele Termine zusammen mit den Großhändlern und Kontakte, Netzwerke, die Leute kennenzulernen, zu sehen, was steckt alles in der Branche, wie sind die aufgestellt und die Plattform ist super. Wir zeigen in der 4. Generation, wie wandlungsfähig wir sind. Wir sind nicht nur in der analogen Welt zu Hause, sondern eben auch in der digitalen Welt. Sodass wir versuchen, mit unserer Architektur hier die Zukunftsvision von denen spürbar und erlebbar zu machen und den Menschen auch einzuladen, nicht nur unsere Produkte zu begreifen, sondern sie eben auch digital in der digitalen Welt zu erleben.